und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf dem Marchfelder Land mit dem Tigerfarm. Hallo. Mein Gott, das war glaube ich kaum zu hören in der Aufnahme. Hallo. So, wir sind mit den Hackschnitzeln. Auf dem Marchfelder Land. Ja, wir sind mit den Hackschnitzeln erstmal durch, wollte ich sagen. Ja, und wir sind auf dem Marchfelder Land. Oder ja, das natürlich auch. Sag mal, holst du mich ja etwa ein? Nein! Hat genau gereicht, um vorbeizuziehen. So, weil wir haben keine Zeit. Doch, ich hab Zeit. Ja? Ich nicht. Muss das arbeiten hier. So. Wir machen heute, wir haben gesehen, dass das Gras letztes Mal unser neuer Mitarbeiter in Silo eingefahren hat, aber nicht ins Fass. Welcher neuer Mitarbeiter? Na, Marlon Neumann. Ja, Marlon Nation LP. Wo ist der denn dann bitte? Ja, der hat gekündigt. Der hat gesagt, der hat keinen Bock auf dich. Ja, nicht meine Schuld, ne? Naja. Das will ich mal so. Ja, das lässt du mal so im Raum stehen. Ich kenne das schon. Also, Fakt ist, wir müssen das Gras natürlich noch ins Fahrsilo reinballern. Ich bin gerade auf dem Hacker mitgefahren. Wo soll der Hacker hin? Na, irgendwo in die Scheune. Okay. Ich fahre mal gerade das Wasserfass wieder zu uns. Weil dann können wir noch ein bisschen Kalk produzieren. Ich finde, so steht er perfekt. Mhm. Steht bestimmt awful. Nö, nicht awful. Ugly? Nee, auch nicht. Was soll ich jetzt machen? Gras ins Silo einfahren. Nehme ich aber hier. Fahrsilo. Fendt. Ja, den Fendt müssen wir noch. Den Fendt müssen wir noch. Dingsen. Hier. Tauschen. Aber ich glaube, wir haben kein Geld. Nee. Kriegen wir heute Nacht aber, weil wir haben ja einen Haufen Gras weggefahren, Stroh weggefahren, oder? Du kannst das in der XML machen. Was? Den tauschen, dann brauchen wir kein Geld auszugeben. Stimmt, warum hast du das vorher nicht gesagt? Hab ich doch. Hab ich denn nicht? Stimmt, ich hab den nicht. Moment. Geh mal an den Trigger und guck mal, ob der konfigurierbar ist. Vielleicht ist der nur noch nicht konfiguriert. Weil der mit den Standardwerten gespeichert ist. Moment. Weil ich hab den doch vorhin. Ich hab den doch. Da stand Fendt 1000 drin und das, der heißt ja eigentlich nicht so. Nein. Ist nicht der? Nein. Schade. Okay. Wie ich es mir gedacht habe. Aber wir haben auch inzwischen wieder was Neues hier bei der Green Fleet mit dabei. Den Fendt. Nee, den Fendt nicht. Den braucht doch kein Mensch. Hey, Sommer! Nein, wir gucken gerade mal in den Shop rein. Und zwar unter Tools. Und dann finden wir hier. Du hast noch gar nicht die neue Version vom Drescher. Die muss ich dir mal schicken. Weil den Leguan und das Dynaflex, das habe ich auch noch umgeschrieben. Oha! Was? Oha, bist du krass! Also, wir haben hier jetzt den Seedhawk XL. Das ist der Krupper mit 84 Fuß, glaube ich. 84 Fuß, ja. Das ist ja Quatsch. Knapp 26 Meter Arbeitsbreite und natürlich auch den Seedhawk Tank. Wie bekannt mit Hauptfarbe, Designfarbe, Felgenfarbe und mit ja, also und vom, also ohne. Vom, ja, sprich aus. Mit und ohne Decals. Vom Silo ins Fahrsilo, also. Ja. Aber, boah, bin ich wohl krass. So, und was ich...
was ich eigentlich noch vorhab, aber noch nicht hingekriegt habe, ist, Ja, ich weiß. Okay, was? Du willst wieder die normalen Details, also zum Beispiel Fendt, konfigurierbar machen. Genau. Also ich möchte eigentlich das schon so haben, dass wir hier, oder dass die Fahrzeuge, mit den normalen Decals vorhanden sind. Die originalen. Die originalen, die Varuna LP und natürlich die freie Farbwahl. Warte mal, der Hacker steht doch hier noch. Warte mal, dann hänge ich den gerade noch mal hinten dran, weil wir hatten doch da noch einen Baum stehen. Erinnerst dich? In welcher Baum? Der zwischen Silo, der da rumliegt. Ach, oh ja. Hast du gesehen, wie perfekt ich eingebaut habe? Ja, total. Ich hänge hier fest. So, so. Total. Ja, der hängt, glaube ich, am Ding. Ah, ne, jetzt hast du. Oh. Ein Teil der Green Fleet gibt es auf mottostar.de. Genau. Also da einfach mal am einfachsten nach Varuna LP suchen. Dann solltet ihr das finden. Na? 200.000 Hexigutschen drin. 200. Nee, 1.000. 100.000 hoffe ich. Nee, eine Mille, Kappa. So, warte mal, ich schau mal gerade hier. Warte mal. Jetzt scan ja noch mal. Ja, Scania ist Leben. Naja, da spricht der. Da spricht der. Euro-Trucker. Genau. Wollte ich gerade sagen, ist mir aber nicht eingefallen. Ja, Tracker im Blut. Aber du musst halt jetzt irgendwie anders ranfahren dann. So, da kann er immer noch so. Glaube ich nicht, dass du da vorbeikommst. Ja, Oh ne. Ben schafft alles. Oh ne, hier unnötig Schaden zu verursachen. Ach, das kennst du doch schon von mir. Ja, eben deshalb. So, ich weiß jetzt nur nicht, wie klein ich diese Birke hier schneiden muss, Du dass ich die Bastard. tragen kann. Ja, die ist manchmal wirklich zickig. Ja, ist zu groß. Deiner Scheiß mit Legumen. Also. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich Blöden. Ey, klar, den untersten Teil vom Stamm konnte ich jetzt sägen und den oberen, der dünner ist, konnte ich nicht sägen. Klar. Das kennst du auch schon vom LS. Ajo. LS 17. Ja, Und so. 17. Das war die erste Version gewesen, die ich gespielt habe. Ich will, mein 19 ist meine erste Version. Echt? Ja. Also ich hatte mir den LS19 vorbestellt. Noch kurz vorher hatte ich erst meinen PC. Ah, okay, ja dann. Also es ist jetzt noch nicht so lange her. Mach doch sowas nicht. Das passt nicht. Sag Was ich da? doch. Warum sagst du denn nicht? Hannisch gesagt, du musst andersrum fahren. Nee, hast du nicht. Doch, und du hast gemeint, Fendt passt. Fendt kommt überall durch. Stimmt auch. Na, warum kann ich den jetzt nicht tragen? Was soll denn das? Ja, weil du bei 100 LP heißt. Gerade dann müsste es gehen. Ups, Baum im Weg. Deswegen konntest du es nicht tragen. Konntest es. Du. Gucken, Finn schafft sogar hier so eine Halle hochzuklettern. Die Halle hochzuklettern, ja, das ist auch so sinnvoll, gell? Ups, drüber Klar, das ist geworfen. die Varuna-LP-Synchronität. Ja, wir haben halt nur so einen lokalen Server hier bei der XL-Farm. Dann, du kannst so einfach den LP-Server als Dings nutzen. Das ist so easy.
würde theoretisch gehen, ja. Das geht auch. Ja, da muss ich immer die Mods umändern und bla. Ja, du kannst einfach, man kann verschiedenes machen. Also verschiedene Savegames. Ja klar, aber ich müsste halt die Mods immer ändern vor der Aufnahme. Hm. Sehe ich jetzt nicht so. Doch. Nee, ich sehe das nicht so. Dann erklär mir, warum nicht. Weil ich die Seite nicht habe. Hä? Weil ich nicht auf den Server zugreifen kann, deswegen kann ich das nicht sehen. It's bald. Ja, so. Ja. Nein. Scheiße, vorwärts, rückwärts, Schaltung, Mensch. Ey, so. Oh, ist aber voll geknallt hier. Nö. Nö. Na klar, die ist voll geknallt. Was denn sonst? So. Na, dann nehme ich kurz den Case und dann kriege ich den Stämmische hier auch noch auf den Häcksler. Ja, kurz Reifen wechseln. Oh, der ist aber knapp hier. Ich säge den nächsten schon mal, ne? Den kannst du nicht sägen. Klar. Mhm. Hä? Lol. Zum Thema, man kann den nicht sägen. Ich konnte den eine Weile nicht sägen. Hab ja, ich ihn, dann. Dann habe ich ihn im Giants Editor weggebracht. Ja, das, deswegen sage ich ja, Varuna LP halt. Hashtag ist keine Werbung, lol. Nein, schaut gerne bei meiner Varuna vorbei. Bei dem D-Show natürlich auch. Das ist aber nett, dass du mich auch erwähnst. Logisch. Das habe ich eigentlich auch verdient, du darfst. Ich bin ja auch dein Premium-Supporter. Also das ist ja wohl das Mindeste dann, ne? Mm, ups. Oh, hallo. Ja, 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 ja! Ja, ist okay. Wir sind fertig mit dem Gras. Nee, ich sehe nur so aus. Ja, festfahren, plattfahren hier. Ist. Wie ist? Ist. Er ist 100% verdichtet. Ist nicht. Ja, denke ich. Das wollte ich sagen. Denke ich mir doch. Dann wärst du übelst schnell gewesen. Und das traue ich dir dann nun doch nicht zu. I'm the king of the hill. So. Siehst du mich überhaupt? Nö, gerade nicht. Auch wenn ich gerade auf einem Baum gestanden bin. Doch. Gut. Dann haben wir das auch gleich. Dass der hier sägbar ist, keine Ahnung. Ich dachte wirklich, das geht nicht. Sonst hätte ich den im Giants Editor nicht entfernt. Hä? Warum ist denn der Hacker jetzt aus? Komisch. Das wundert mich. Wo ist der JCB hin? Hast du mit dem JCB gerade? Nein. Nein, gell? Deswegen sagte ich ja, du sollst gucken. Ich hab's gerade. Jetzt war mir auch klar, weshalb der Hacker aus war. Aber natürlich, mit dem JCB kann man King of the Hill sein. So, wir bedanken uns aber fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.